Katze erschrecken ist immer wieder schön. Ich finde auch, die Musik haben sie auch massiv verkackt im neuen. Die haben irgendwie dieses Synthi mit Orchester gemischt und das finde ich grauenvoll. Das finde ich auch immer schön, wie sie erst alle zusammenlaufen, einen Schritt zurückgehen und dann auseinandergehen. Ich weiß nicht. Ich feiere das so massiv. Ah, schön. Was wollt ihr noch? Habt Gnade mit mir. Tantalus hat mich erpresst. Ich hatte keine Heilkräuter mehr. Also hat er mir seine angeboten. Dafür musste ich für ihn die Menschen verzaubern. Aber das ist jetzt vorbei. Von nun an bin ich eine nette alte Dame. Wenn ihr nach diesem Hagen sucht, er ist auch bei den Ruinen Pandoria. Nehmt euch den Inhalt der Schatztruhen. Ich brauch sie nicht mehr. Der Obschalter im Lavatempel, ihr betätigt ihn mit dem Wasserzauber. Ich würde euch ja helfen, aber ich habe keine Zauberkraft mehr. Er musste mal eine Nuss fressen. Swapper Lazy, ich habe Waffen gelevelt. Mit Level 6 hatten wir aufgehört und mit Level 12 sind wir im Stream wieder eingestiegen. Aber Progress habe ich keinen gemacht. Ich bin halt einfach nur die Zwergenhöhle rauf und runter gerannt, bis alle Waffen Max-Level hatten. So, dann mal raus hier. Das Schöne an der Sache ist hier, wir haben ja das wunderbar tolle Wundertau bekommen, was hier nicht funktioniert. Und wir müssen hier komplett aus allem wieder rauslaufen. Aus allem. Es ist halt auch so dieses Deswegen, da hat irgendeiner wahrscheinlich vergessen, hier reinzusetzen, dass man das Wundertau nutzen kann. So, da man die Tür von innen nicht öffnen kann, machen wir die Tür zu, dann kann die nette alte Dame auch nicht weglaufen. Vor allem ist es interessant, es ist ein Schloss, wo die Schalter für die Zugtüren und so weiter außen sind. Wir müssen zu Hagen! Oh Gott, ist das jetzt Victor oder Aquaria? Katka, hörst du mich? Komm sofort zum Wasserpalast. Das war Aquaria. Sie braucht meine Hilfe. Ich muss sofort zu ihr. Ich komme mit. Ich müsste zwar zu Hagen, aber allein kann ich ihn sowieso nicht retten. Wir können ja zusammen befreien, nachdem wir bei Aquaria waren. Ich will auch mit. Zu dritt ist alles viel einfacher, oder? Oh, ich feiere die Koboldin. Die Koboldöse. Ich denke mal, deswegen wird halt hier auch Signal of Mana wegen halt entsprechenden Grind-Passagen, wenn es halt passt. Ja, toll. Das hat natürlich keiner das Schwert in der Flossen. Wird Secret of Mana halt immer in so 3-Stunden-Passagen kommen, denke ich mal. Ich dann wieder so ein paar Orbs am Start habe und es halt langsam anfängt, schwierig zu werden, dann werde ich dann auch zusehen, dass dann halt entweder wir was anderes spielen. Im Stream, wenn er halt zu kurz ist. Oder halt Schluss machen. Aber ich sag mal, das kann man ja dann sehen. Ich habe ja noch so ein paar Spiele da. Klatsch.
Kannst ruhig im Stream grinden. Da muss ich aber ganz ehrlich sagen, da kommt es halt auch drauf an, wenn, ja, ich habe dann eigentlich immer ganz gerne das Spiel offen, bin am Grinden und, ist ein Bild weiter, wo man die Abkürzung nehmen kann und guckt dann irgendeine Serie dabei und macht das halt so komplett Brain AFK. Ja, da halt sieht, wie ich dann 3 Stunden auf und ab renne, das will keiner sehen. Klatsch. Ach ja. Immer mitten in die Fresse rein. Ein Speer dürften wir prinzipiell eigentlich auch gleich kriegen, wenn ich mich da recht entsinne. Dann dürfen wir auch alle Waffen soweit beisammen haben. Aber bevor wir zur Noppenzumme gehen, möchte ich eh noch die Waffen auf Maximum bringen. Und Versorgungsgüter kaufen. Weil die ist halt auch wirklich richtig nervtöten mit dem ständig Verschlucken und hast du nicht gesehen. Keine Magie bis dato. Ich gebe dir Kraft. Frosta, die Patronin des Wassers, lebt in der Höhle hinter dem Wasser. Fall rechts. Von diesem Palast. Du musst unbedingt zu ihr. Das Siegel zu diesem Palast scheint zu brechen. Sie ist in großer Gefahr. Okay. Hier meine ich auch, dass hier hinten ich auch mal eine Kiste mit einem Orb rausgefischt habe. So, wir gehen aber jetzt nochmal nach Panoria einkaufen, weil ohne Heal-Equipment möchte ich dort nicht hin und halt auch nochmal zu Berti, der heißt Watts im Remake, da merkst du dann richtig die Wurzeln im Final Fantasy Bereich. Aber wir kürzen so ein bisschen ab. Wir nehmen die einzig wahre Reiseform. Ach nee, Quatsch. Von hier aus können wir ja nicht das Reisebüro benutzen. Aber den Weg zurück können wir mit dem Reisebüro machen. Juhu, Bonbons. Was ist los, Socker? Weiß ich nicht, wie du ein Ei legen sollst. Hier liegt die Kiste vom Loot Chest Unboxing von gestern noch rum. Ich fand der gerade sehr interessant. Ich glaube, erst wenn du im Palast gegen Jabberwocky gekämpft hast. Ab da ist Aquaria unten im Knast. Musst sie ja dann befreien, aber... Ich kann mich nicht wirklich erinnern, dass ich jemals danach, wenn ich das Spiel nochmal durchgespielt habe, da eine Kiste bekommen habe. Guck mal, ein Mümmler! Oh Gott! Sludge! Ach ja, ein Mümmler. Ja, zum Thema Jabberwocky hatte ich gestern auch schon gesagt, da gab es bei uns so das Schulhofgerücht
Immer wenn man bei Aquaria war und wieder rausgeht, sollte man die Brücken zumachen. Dann wird sie nicht gekidnappt. Das ist natürlich hanebüchener Blödsinn, weil das ja zum Story-Verlauf gehört. Wer es glaubt. Wie gesagt, es gab ja immer diese Schulhofgerüchte aller unmögliche Sachen, die du zu machen hast, und dann passiert wer weiß was. Okay, Schokolade werden wir beim Wucherkater kaufen müssen. Das heißt dann wohl, dass wir doch noch laufen müssen. Na komm. Gehen wir direkt hoch in Richtung Tempel. Weil bis wir jetzt wieder hochgelatscht sind bis zum Quelldorf und uns da mit der Kanone geschossen haben. In der Zeit sind wir da auch hingelaufen. Außerdem kriegt die Peitsche dann noch ein bisschen Level, auch wenn die Mobs hier jetzt nicht so XP stark sind. Endlich wieder eine ordentliche Waffe nehmen. Du würdest ja gerne mal ein Video drüber über Schulhofgerüchte in der Art machen. Finde ich gute Idee. Nur kann ich mich nicht mehr an den Bullshit erinnern, der davon sich gegeben wurde. Ja, ich würde gerne über so einiges ein Video machen, wozu ich die Community mal bräuchte. Ich denke mal, da bin ich noch zu klein dafür, weil ja, ungefähr 1% kann man immer sagen, der Leute melden sich auf einen Aufruf oder schreiben was in die Comments bei den Videos. Und bei knapp 100 Leuten wäre das eine Person. Deswegen, das kommt ganz gut hin. Ja, gut Ding will Weile haben. Ja, ich muss sagen, ich kann mich nicht wirklich beschweren. Ich bin jetzt seit 2 Jahren ungefähr richtig aktiv dabei. Und das Wachstum ist langsam, aber stabil. Und ich kann mich nicht beschweren. Und ich persönlich habe jetzt auch nicht wirklich Interesse dran, dass ich irgendwie gehypt werde oder sonst irgendwas. Genauso will ich halt auch nicht dahin kommen, dass dann Leute da sind, die sagen, und du musst jetzt streamen und du musst jetzt Videos hochladen. Da habe ich halt absolut keinen Bock drauf. Ich sag mal, prinzipiell streame ich einfach, damit ich mal wieder ein bisschen Zeit zum Zocken habe. Ich sag mal, nur mit dem Kram, was ich für die Bands mache, damit kannst du vergessen, einen YouTube-Channel zu betreiben. Und ich sag mal, Gaming und Metal passt halt auch Ultima Ratio zusammen. Ich kann sagen, nein, wir kämpfen uns nicht von oben durch. Ja klar, macht Spaß. Und manchmal ist halt dann die Kür, das Aufbereiten für YouTube halt ätzend. Du musst aber doch für Jamie Cuphead streamen. Ich habe Cuphead schon gestreamt.
Und ich habe außerdem einen 200% Spielestand gemacht und ich werde dieses Spiel garantiert nicht nochmal so intensiv zocken. Ein Buhu-Marang-Orb. Danke, Birdie. Stimmt, der Wucherkater ist weg. Hat er so überlegt, die so, oh ja, dann kannst du dich hier direkt von Turaschoss wieder zurück zum Wassertempel bolzen lassen, aber der Wucherkater hier ist ja weg. Deswegen, du kannst ja, Jamie, Katgalgisch TV anmachen, wo wir Cuphead gestreamt haben. Ich glaube, das war Folge 46, wo das denn hier war. In der Let's Die Together Variante. Aber was ich halt auch überlegt habe, hier für Secret of Mana, wenn halt hier wieder so eine Passage kommt, wo man halt grinden müsste, könnte man halt auch auf Mystic Quest für den Gameboy switchen zum Beispiel. So, das wäre eigentlich das Game gewesen, was ich jetzt hätte streamen wollen. Aber ich hatte halt irgendwie in Erinnerung, dass am 24.02. Secret of Mana Remake rauskam. Nicht am 15. Deswegen habe ich das jetzt halt einfach vorgezogen. Juhu, die einzig wahre Reiseform. Wasserpalast. Guten Flug. Die Ganoni-Brüder. Ich feiere die so. Klatsch. So, wir müssen aber noch mal einen kurzen Umweg zu Ruffy machen. Denn der gute Wucherkater hat nämlich die Schokolade. Ah, lecker Schoki. Diese verdammte Musik, sie groovt so. Würde ihm reichen. Ja, dann braucht er doch nur, wie gesagt, die entsprechende Folge Katgalgisch TV gucken. Dann hat er doch alles. Weil, wie gesagt, ganz ehrlich, das tue ich mir nicht nochmal an. Versuch gerade raus, wie Ruffy im Remake heißt. Wahrscheinlich Cat Bacula oder sowas. Ying Tu Yang gehört jetzt zum Clan, wie Obstkuchen. Vielen Dank für deinen Follow. Schön, dass du am Start bist. Alter, hab ich mich erschreckt. Was ich jetzt noch versuche ist, Lufia habe ich ja nie als Kind besessen, das habe ich mir ja nachgekauft. Für Lufia noch den Original-Spieleberater aufzutreiben in einer ordentlichen Qualität.
Ich weiß noch, ich hatte es mal ausgeliehen, habe es irgendwo bis knapp zur Mitte gespielt. Aber ich sag mal,